Das Kreisagrarmuseum in Dorfmecklenburg ist um zwei kleine Attraktionen reicher. Zwei kleine Attraktionen mit einem tierischen Mehrwert. Das Anatomiemodell einer Kuh und das einer Sau haben Einzug in die Räumlichkeiten des Museums gehalten. Woher sie kommen und was es damit auf sich hat, diese Fragen kann am besten Museumsleiter Dr. Björn Berg beantworten. In Ziro war eine landwirtschaftliche Ausbildungsstelle. Jetzt ist nur noch die Berufsschule da. Vorher wurden da auch Ingenieure ausgebildet. Und durch die Reduzierung der Schülerschaft war auch etliches an Lehrmitteln über. Und da ist das Kreisagrarmuseum angefragt worden, ob sie das nicht übernehmen will. Und diese beiden Modelle, die haben wir vor ein paar Wochen wieder frisch entdeckt. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Das Tolle an diesen beiden Modellen ist die Haptik. Man kann sie öffnen, die Organe entnehmen und so eine Menge über die Anatomie der Tiere lernen. Melanie Lorenz und Xenia Waldo sind Herdenmanagerinnen und gehen dem Agrarmuseum bei den Ausstellungsstücken ein wenig zur Hand. Aber Moment mal, was ist eigentlich eine Herdenmanagerin? Eine Herdenmanagerin ist für den kompletten Tierbestand zuständig. Das heißt, was passiert mit den Kühen, welche Kühe werden besamt, welche werden weggeschickt, was wird mit den Kälbchen gemacht, wie werden die gefüttert. Auch für die Mitarbeiter natürlich, wer geht melken, wer füttert die Kühe, wer streut ein, wer mistet aus, Futtermitteleinkäufe. Also das ist ein ganz komplexes Thema. Das Wissen um die Modelle soll zukünftig Deborah Sauer vermitteln. Seit dem 1. April gehört sie als Museumspädagogin zum Team des Kreisagrarmuseums. Die gelernte Erzieherin mit einem landwirtschaftlichen Background freut sich schon sehr auf den künftigen Job. Kinder lernen ja nicht immer nur durchs Zuhören, sondern am besten quasi durch Lernen am Modell. Nicht nur von, was leben wir vor, sondern auch, was kann ich sehen, was kann ich anfassen, wie fühlt sich das an. Und genau, bei den super tollen Modellen kann man ja quasi das gesamte Tier auseinandernehmen und jede Einzelheit begutachten, erklären, was das für eine Aufgabe hat, was das für das Tier bedeutet. Ja, man kann auch quasi sehen, was kann ich essen, wo kommt die Milch her, wo kommt mein Schinken her. Bereits seit 3 Jahren gibt es das Programm Tiere auf dem Bauernhof im Museum. Dieses wird nun um die Modelle erweitert. Also ein Grund mehr für einen Besuch im Kreisagrarmuseum Dorfmecklenburg.